Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute reacten wir mal einen ganz, ganz großen Beatboxer, der 2017 und ich glaube 2018 war das sogar, bei der GBB mit am Start war, und zwar Thomas Sacre. Let's go. Hello there, this is a big shout out for Fat Tart. Oh. Alter, ich feier den so. Ich wusste es, warum ich den so feier. So Gänsehaut-Style. Wer da keine Gänsehaut kriegt, Junge, 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 der hat was verpasst, ey. Wie findet ihr eigentlich seinen neuen Style? Ihr könnt es gerne mal unter die Kommentare reinschreiben zu seinem früheren Style, wer Thomas Sacre kennt. Mit seinen länglichen Haaren, seinen Rasterzöpfen. Ich meine, es ist ein bisschen cleaner, aber ja, der verwandelt sich immer wieder. Der hat auch, finde ich, ein bisschen abgenommen. Der sieht auch ein bisschen schmäler aus und so. Aber nice. Echt nice. To just trapping searching for days for you. Maybe Alter. Was ein Orgasmus-like, ey. This is real bass. Dieser Lip Roll, was ein Lip Roll, ey. Boah. Classic. Der ist doch nicht mehr von dieser Welt. Oh.
Hoho, Leute, ey, da wäre mir schon hier die ganze Kehle, wäre mir schon auch rausgeflogen bei dem ganzen. Ey, Wahnsinn. So, Leute, ihr könnt mir unter die Kommentare reinschreiben, wie ihr seinen Beatbox fandet. Also, ich meine, Leute, Gänsehaut pur, einfach nur mega. Ich mag diesen dumpfen Bass, den er hat. Und dieses. Also, ich komme nicht so tief runter, auf gar keinen Fall. Und, es ist ja einer der besten Beatboxer, die wir momentan auf dem Planeten haben, unter D-Lo, der meiner Meinung nach momentan bester eigentlich ist, den ich gehört habe. Als drittes haben wir ja noch Codfish, und leider ist Codfish so aus dieser Einzelszene ein bisschen zurückgetreten und macht mit seiner Gruppe zusammen so ein bisschen Beatbox-Music und tritt überall mal auf hier und da. Und man hat jetzt in der letzten Zeit auch gar nicht mehr so viel von ihm gehört. Ob er wiederkommt, ob es ein Comeback gibt, auch von Thomas Sacre, das werden wir in naher Zukunft sehen, hören, je nachdem, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr mal in meinen Kanal schauen, da findet ihr auch von D-Lo viele Videos. Ihr könnt mir mal ein Like da lassen, meinen Kanal abonnieren, dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, euer SpoonTV.